soll ich niederknien? Wenn ich stehe, endet meine Freiheit. Auf den Bulldog an. Ich hör sie heute noch sagen. Welche mit solchen Häusern?
der Robert Schöne Blase, der ist verblieben, ganz in seiner Rinde. Damen und Schluss sein. Schluss mit dieser Steuerverschwendung. Ich habe alle Gedanken, warum er nicht mitgeht und versuchen, Worte zu finden, die wir das euren Kindern erklären können, wozu Kriege da sind. Und Einführung einer direkten Demokratie. Vier Punkte, die ein Zusammengehen mit den Altparteien fast unmöglich machen. Aber schauen wir mal, was da so geht. Ein weiteres großes Problem für dieses Parteienkartell ist die Sperrminorität. Die Möglichkeit, aktiv in die Politik eingreifen zu können, ab einem Drittel der Wählerstimmen mit den dazugehörigen Sitzen im Parlament. Das fürchten sie wie der Teufel das Weihwasser. Da wird sofort nach einem Weg gesucht, wie man doch noch der AfD einen Sitz wegnehmen kann. Das wird sie nicht mehr retten. Der Umbruch im Parteiensystem hat begonnen und er wird sich fortsetzen. Diese Wahlen sind zu bundesweiter Bedeutung gelangt. Und auch international schaut man auf Sachsen. Klar zu erkennen,
Das Volk akzeptiert diese Kriegspolitik nicht. Denn diese Politik hat verheerende Folgen für die Ukraine, aber auch für Europa. Die Amerikaner führen einen Stellvertreterkrieg und wir sind am Ende die Leidtragenden. Das war nicht von der durch das Volk gewählten Regierung. Ihr dieses Land gespalten zwischen links, rechts, schwarz, weiß, jung und alten. Ihr habt diese Gräben gekannt, zwischen Traum und Auslass reichen Gedanken. Ihr habt uns zu viel gefallen, nehmt uns, wenn wir zusammenhalten. Schönen Tag.